Mein Name ist Alfred Grant, habe ich schon erwähnt, bin Biobauernunternehmer, betreibe Landwirtschaft und wir machen sehr viel Forschung am Betrieb. Das ist aus einem Hobby heraus entstanden oder aus einer Begeisterung heraus entstanden. Es wird immer mehr. Mittlerweile sind wir so weit, dass wir aus unserem Landwirtschaftsbetrieb einen Forschungsbauernhof machen möchten und mit drei Schwerpunkten. Der eine Schwerpunkt, um den es hier jetzt auch geht, ist Bodengesundheit. Aber wir wollen auch Agroforst, also Bäume auf dem Feld, mehr machen. Wir wollen auch Market Garden mehr machen. Market Garden ist kleinstrukturierte Bio-Gemüseanbau mit Menschen und nicht mit Technik, also ohne Traktor und mit sehr vielen Handarbeitsgeräten. Ich hatte die Ehre, letzte Woche den Jean-Martin Forger hier zu haben, den man unter marketgarden.com findet. Und der wird auch unseren Garten designen und entwickeln und ich freue mich schon auf diese Kooperation. Was wir auch noch machen, ist eben, wir haben gerade Naturprodukte, wir sind hinten ein paar Sachen zum Anschauen. Wir produzieren Biodünger, Bodenhilfsstoffe und torffreie Kultursubstrate. Eigentlich produzieren es nicht wir, sondern unsere Regenwürmer, die Hacheln nehmen und deswegen kann ich dann herumreisen und Vorträge machen. Gut, warum das Thema Boden, schon wieder Boden? Bei mir ist es meistens der Boden, über den ich sprechen darf. Aber warum immer Boden? Boden ist einfach super wichtig. Ja? Also nur so ein paar Schlagworte. 90% der Nahrungsmittelproduktion stammen aus dem Boden. Ja, also auch das Schweindi oder auch die Milch natürlich stammt aus dem Boden, weil ja natürlich die Nahrungsmittel oder die Futtermittel über den Boden produziert werden. Also ein verschwindend geringer Anteil, was nicht aus dem Boden kommt, kommt aus dem Meer. Und ein Zustand der Meere, der ist ähnlich schlecht wie der Zustand der Böden. Also braucht man sich da nicht sehr viel erwarten. Boden hat aber noch andere Funktionen, und zwar zum Beispiel die Kohlenstoffspeicherung, wo wir wieder beim Klimawandel sind, also auch ein Riesenthema neben der Nahrungsmittelproduktion. Also wir haben einerseits das Problem, die Welternährung, die Welt zu ernähren über den Boden. Wir haben zweitens das Thema, das riesige Problem des Klimawandels, das wir teilweise über den Boden auch verursacht haben, aber wo der Boden auch die Chance gibt, Teil der Lösung zu sein. Durch die Kohlenstoffspeicherung, wir haben natürlich Wasser. Bei uns im nördlichen Tullnerfeld haben wir einen riesigen Grundwassersee, der 3-4 Meter unter der Bodenoberfläche ist, unter der Erde ist. Leider haben wir da zu hohe Nitratwerte, zu hohe Atrazinwerte und zu hohe Werte von einem systemischen Fungizid. Was auch nicht so lustig ist, also Wasserspeicherung, aber auch Wasserreinigung ist auch ein Thema des Bodens. Aber natürlich Artenvielfalt. 2 Wochen zurückgeblickt in den Nachrichten in Deutschland. Die Fluginsekten gehen rapide zurück, 80% Rückgang innerhalb von 30, 40 Jahren, glaube ich. Also Wahnsinnszahlen eigentlich, die wir haben. Artenvielfalt ist eigentlich hauptsächlich ein Thema einer Minderheit. In der Praxis draußen ist es kaum, wird es kaum thematisiert. Und Artenvielfalt, Sie werden es erraten, beginnt eben auch im Boden. Aber auch Verbauung, Versiegelung und so weiter sind wirkliche schwerwiegende Bodenthemen oder sind eigentlich Bodenfunktionen, die der Boden für uns bereitstellt. Welche Herausforderungen haben wir? Wir sollen die Weltbevölkerung ernähren, allerdings die Erträge stagnieren und bei steigendem Aufwand. Also man weiß von der Wissenschaft, die Wissenschaft sagt heute, die UNO sagt heute, die FAO sagt, wir können die Erträge nur steigern, indem wir die Bodenqualität verbessern. Das heißt, die Bodengesundheit verbessern, das Bodenleben verbessern, den Humusgehalt der Böden verbessern. Trotzdem haben wir das Problem, dass eigentlich die meisten Böden degradiert sind. Humusabbau, wir haben in den letzten 50, 70, 100 Jahren ca. 50% des Humus abgebaut. Das ist das Kohlenstoff, der im Boden gespeichert wird, wurde durch Bodenbearbeitung hauptsächlich mineralisiert. Das heißt, indem man Bodenbearbeitung macht, bringt man Luft in den Boden ein, heizt sozusagen das Bakterienwachstum an und die Bakterien beginnen den Humus abzubauen, setzen dabei auch Nährstoffe frei, ist schon klar, aber kaum kontrollierbar. Das heißt, es werden unter Umständen auch zu viele Nährstoffe freigesetzt, was dann wieder dazu führt, dass beim nächsten Regen oder über den Winter diese Nährstoffe dann ins Grundwasser ausgeschwemmt werden und ich habe dann wieder höhere Nitratwerte im Boden. Ja.
Es gibt einen sehr netten Saga zu dem Thema. Er sagt, wenn ich mir ein Würstchen warm machen will, dann verbrenne ich ja auch nicht mein Haus. Ja, also dann zünde ich nicht mein Haus an. Das würden wahrscheinlich die wenigsten machen. Aber bei einer intensiven Bodenbearbeitung macht man eigentlich viel zu viel. Das heißt, wenn ich heute als Biolandwirt Luzerne habe in meiner Fruchtfolge, die mir Stickstoff sammelt als Leguminose und hier den Boden sozusagen wieder nährstoffreich macht über eine Periode von 1, 2, 3 Jahren und dann mit dem Pflug reinfahre, um die Luzerne abzutöten und im Herbst dann Weizen anzubauen, dann setze ich hier sehr viel Stickstoff frei, wird sehr viel mineralisiert und der kann aber dann eigentlich nicht vom Weizen aufgenommen werden, sondern über Winter kann es sein, dass dieser Stickstoff dann sozusagen im Grundwasser landet. Ja. Doppelt bitter, weil Stickstoff in der Biolandwirtschaft natürlich einerseits sehr teuer ist und andererseits diese wertvolle Ressource eigentlich dann eine Umweltverschmutzung verursacht. Ja. Ja, Klimawandel, Artenvielfalt, Grundwasserreinigung. Also es gibt sehr, sehr viele Gründe, warum man über Boden sprechen sollte. Unsere Bodenbearbeitung am eigenen Betrieb schaut so aus, dass wir vor 25 Jahren damit aufgehört haben zu pflügen. Wir sind seit 11 Jahren Biobetrieb. Ich habe damals bewusst die Entscheidung getroffen, nein, ich fange jetzt nicht wieder zum Pflügen an, ich möchte fluglos bleiben. Aber man gesagt hat, naja, es wird aber schwierig werden, war es eh. Habe dann vor 4 Jahren begonnen, noch seichter zu arbeiten. Das heißt, unsere Standardbearbeitungstiefe liegt heute bei 4 cm. Wenn es sein muss, also ich bin jetzt auch mittlerweile ein bisschen pragmatischer und lockerer geworden, habe gesagt, okay, wenn es sein muss, gehe ich einmal auf 10 oder auf 12 cm Tiefe, aber wo immer möglich, mache ich so wenig wie möglich Bodenbearbeitung und auch Bearbeitungsintensität und auch Bearbeitungstiefe. Wir haben ein Spezialgerät angekauft, damals ein Treffler Präzisionsgruppe, und wir machen auch Versuche gemeinsam mit der Landwirtschaftskammer und dem Fiebel. Da geht es um Weizensortenversuche. Nachdem wir nach der Luzerne immer diese Weizensortenversuche gemacht haben und ich mit dem neuen Gerät angefahren bin und gesagt habe, so, jetzt haben wir nochmal Luzerne auf 4 cm abschälen und dann stirbt die gleich ab und dann habe ich Mulchschicht oben drauf und das ist voll super. Aber ich habe gesagt, naja, das wird wahrscheinlich nicht funktionieren. Und ich habe gesagt, okay, wir machen es trotzdem, wir probieren es 1, 2 Jahre, wenn es nicht funktioniert, müssen wir uns etwas überlegen. Man hat dann Nitratmessungen gemacht im Boden während der Vegetationsperiode für diesen Weizen, weil Stickstoff für den Weizen sehr wichtig ist, weil sich das dann als Protein im Korn einlagert und man eigentlich über den Proteinwert den Preis erzielt beim Weizen, beim Qualitätsweizen. Und siehe da, der Nitratwert war so bei 8, 10, 12, was eigentlich fast nichts ist. Und trotzdem, der Weizenbestand war sehr schön und wir hatten 2 Jahre hindurch eigentlich die besten Erträge von diesen Weizensortenstandortversuchen, Versuchsstandorten, und das hat sehr gut funktioniert. Und wir haben dann noch eins draufgelegt und gesagt, so, und jetzt probieren wir es überhaupt ohne Bodenbearbeitung, nicht bei der Luzerne, weil das würde natürlich nicht gehen, aber wir machen jetzt eben Versuche und die nennen sich Roller Krimper, wo wir gemeinsam mit der Universität für Bodenkultur, mit einem amerikanischen Forschungsinstitut Versuche machen. Also da sieht man schon sehr schön an dem Bild im Hintergrund ein Regenwurm, das ist wahrscheinlich der gleiche, aber das ist noch einmal ein zweiter, eine Regenwurmröhre. Also da bin ich eigentlich schon ganz zufrieden mit dem Zustand, in dem sich der Boden befindet. Die Roller-Krimper-Methode ist etwas sehr Neues, gibt es in den USA seit 8 Jahren, wurde von mittlerweile meinem Freund, kann ich sagen, Jack Moyer, entwickelt und ist eine Methode, um Biolandwirtschaft ohne Bodenbearbeitung zu machen. Ja, das ist ein bisschen der Knackpunkt an der Geschichte ist, ich bin ja ein Bio-Freak ein bisschen und begeisterter Biobauer und bin seit 2, 3 Jahren auf sozialen Medien und Twitter unterwegs und habe mich natürlich immer mit dem Thema Boden beschäftigt und habe gesagt, okay, dann muss ich auf Twitter schauen, was da so weltweit passiert. Und da kann man bestimmte Personen anklicken und dann folgt man denen. Das heißt, alles, was die schreiben, bekommt man dann in die Timeline gespült und kann da mitlesen sozusagen. Und mir das fasziniert, die ganzen Agrarberater da in den USA und Kanada, die No-Till, also die konventionellen Berufskollegen,
die ohne Bodenbearbeitung im konventionellen Bereich arbeiten, allerdings dann mit Glyphosat, eben mit Totalherbiziden, die Begrünungen abtöten. Und irgendwann war ich dann so mutig und gesagt, so, jetzt melde ich mich auch mal zu Wort und gesagt, ja, ich bin der Freddy aus Österreich, ich bin Biobauer. Und dann haben die gesagt, Bio ist schlecht. Ja. Also das war jetzt einmal schlecht. Ja. Und ich war total entsetzt, weil ich so stolz war. Und in Österreich ist man als Biobauer, ja, kann man auch oberen Hauptes durch die Stadt gehen. Muss man als konventioneller Bauer oftmals nicht so, die armen Kollegen nicht so leicht an. Aber in Österreich ist das Bio, also das Image der Biobauern sehr, sehr gut. Ja. Und da hat mich schockiert und gesagt, naja, warum sagt ihr das? Ja? Und ich habe gesagt, ja, weil im Bio, ihr rührt zu viel um. Das heißt, ihr macht zu viel Bodenbearbeitung. Und das stimmt natürlich in einer gewissen Art und Weise, wie vorher schon erwähnt, also dieser Pflug, der oft eingesetzt wird, der natürlich sehr intensiv eingreift, die meiste Unkrautbekämpfung, außer die Unkrautbekämpfung, die ich vorbeugend über die Fruchtfolge mache, die meiste Unkrautbekämpfung mache ich eigentlich mit Hacken und Striegeln. Das ist zwar nicht sehr tief, man greift nicht sehr tief ein in den Boden, aber doch, man rührt immer wieder um und mineralisiert ja Nährstoffe. Und mit dem Mineralisieren baut man auch immer wieder ein bisschen Humus ab. Ja. Jetzt ist natürlich die Gesamtbilanz in der Biolandwirtschaft besser als in der konventionellen. Ja. Also die konventionellen Kollegen in den USA haben eigentlich gar nicht recht gehabt. Aber trotzdem hat es mir ein bisschen gewurmt und dann habe ich gedacht, okay, was könnte man jetzt noch machen, um hier noch einmal eins draufzusetzen und weniger, noch weniger Bodenbearbeitung zu machen. Und da bin ich auf diese Methode gestoßen, das Rodel-Institut eben anbietet oder seit entwickelt hat. Das ist die sogenannte Roller-Crimper-Variante. Das ist eigentlich sehr einfach. Eine Begrünung, wie man hier sieht auf diesem Foto, das ist ein Wickrocken, der ist so 1,70 Meter, 1,80 Meter hoch. Ja. Also der geht bis daher, also, ja, 1,80 Meter. Und der wird, da ist vorne eine Walze montiert auf dem Traktor, der wird niedergewalzt, also rollen, deswegen der Begriff Roller. Und auf der Walze sind so Flacheisen drauf. Und das ist die Crimper. Das heißt, der wird nicht nur gerollt, sondern auch geknickt. Er wird alle 15, 20 cm wird diese Ähre geknickt oder der Halm. Und damit soll verhindert werden, dass sich die Pflanze nachher wieder aufbäumt und nochmal weiter wächst. Und dann eigentlich zur Wasserkonkurrenz wird für meine Kulturpflanze, dann natürlich zum Unkraut wird, mehr oder weniger. Ja. Und also ich fahre da jetzt drüber, rolle diese Winterbegrünung im Frühling nieder und hinten habe ich gleich eine Sämaschine und die Sämaschine baut mir meine Kulturpflanze an. Mais, Soja, whatever. Ja. Also gibt es verschiedene Möglichkeiten und Varianten. Und ich möchte es kurz in einem kurzen Video, mal schauen, ob wir das schaffen von der Technik. Ja. Also. Also, das ist übrigens der Vorgänger. Das ist das Feld, wie es dann eigentlich fertig ausgesehen hat, schon im Spätsommer. Also man sieht eigentlich alles ganz gut gewachsen. Wir haben hier 5 verschiedene Kulturen angesehen. Und hier sieht man auch mal das Standbild, das Sie gesehen haben als Video. Das heißt, diese Winterbegrünung, die muss eine ordentliche Biomasse haben. Also man spricht hier von 5 bis 10 Tonnen Biomasse, Trockenmasse pro Hektar. Damit hier wirklich eine Mulchschicht entsteht und der Traktor kommt jetzt hoffentlich gleich heran und rollt, also man sieht es hier schon am linken Rand, er rollt hier die Begrünung nieder und hinten ist gleich die Sämaschine angehängt und in einem Arbeitsgang passiert es. Das heißt, einmal drüber fahren und die nächste Überfahrt ist dann schon die Ernte. Ja? Im Gegensatz dazu muss ich mit meiner Standardmethode, auch wenn ich sehr seicht arbeite, 4 cm, muss ich hier ca. 7 bis 8 Mal drüber fahren. Ja, also ich muss im Frühjahr die Begrünung umreißen, muss ich meistens nochmal fahren, weil es nicht 100% gelingt. Dann muss ich vielleicht eine Saatgift-Kombination machen, also Saatgift vorbereiten, dann muss ich ansehen, dann muss ich hacken, striegeln. Ist ja niemand vom Holzinspektorat. Eine Sicherheitsschuhe. Das hat einen Grund, die flexiblen Schuhe, die sagen, wenn man unter die Maschine kommt, sind die viel flexibler. Das ist so ein Korn, das dann abgelegt ist in der Serie. Ein bisschen Problem, dass wir die Serie nicht gut schließen können. Also da gibt es noch
Entwicklungsbedarf. Und hier sieht man auch, wie groß die Begründung wirklich ist. Ja, ist dann ehrlich. Und ja, an und für sich sind wir Deutsche gut unterwegs. Ich leite jetzt nochmal ein bisschen vor. Da sieht man sehr schön, so eine Ähre, die wird dann eben mehrmals geknickt. Die wird eben nicht nur gerollt, sondern eben 7-8 Mal geknickt. Und hier sieht man dann schon, das Stroh, der Rocken ist abgestorben, bleibt als Mulchschicht am Boden liegen. Idealerweise soll man hier keine Erde sehen. Und damit sind auch die einjährigen Unkräuter unterdrückt. Das heißt, hier habe ich keine Melde, kein Amaranth, also gerade diese Problemunkräuter, die zum Beispiel bei einer Buschbohne, so wie man es da sieht, vorkommen, die sind kein Problem. Hier sieht man Löwenzahn, den habe ich bewusst stehen lassen, weil ich gesagt habe, der ist wichtig für die Bienen. Und ja, also mehrjährige Unkräuter bekommt man mit der Methode natürlich nicht in den Griff. Die rollt man nieder und stellen wieder auf und sagen, ja, war ich schön. Nicht so schön. Hanf funktioniert sehr gut, hier sieht man das. Andere Kulturen, hier sieht man dann schon im Spätsommer zwei verschiedene Mais, einen frühen und einen späteren Mais, aber auch vom Besatz her, also Ertrag war auch eigentlich sehr schön, wobei ich wirklich sehr viel Glück gehabt habe, das ist das Glück des Anfängers, 2016, wie wir die ersten Versuche gemacht haben, war es wirklich so, dass wir, 2016 haben wir wirklich sehr viele Niederschläge auch gehabt, das heißt, wir haben eigentlich optimale Bedingungen gehabt, um diese Methode das erste Mal auszuprobieren. Gut, wer hat es erfunden? Wie die Schweizer sagen, Jeff Moyer, Rodel-Institut, Pennsylvania, USA. Ich war im September drüben, ich habe nur mehr ein Hemd gehabt, das war rosa. Irgendwann musste ich dann das rosa Hemd auch auspacken. Meine Frau hat mir so mit den Kleinen recht geredet, aber seitdem nicht zum Kosten. Ich war im September drüben im Rodel-Institut. Wir haben das besprochen und da kommt dann auch eine Überraschung dazu. Welche Vorteile hat das System? Ich muss jetzt schauen auf die Zeit. 25. 10 Minuten noch, super. Welche Vorteile hat das System? Das ist jetzt ein bisschen viel Text, wenig Bilder, aber das ist der Nachteil, wenn man so viele Vorteile hat, dann haben wir 3 Folien Vorteile und nur eine Folie Nachteile. Es ist eine perfekte Alternative zu Glyphosat. Also das ist ganz toll, Glyphosat steht ja ganz stark in der Diskussion im Augenblick. Die EU-Kommission, oder die EU-Kommission wäre sich eh einig, aber die EU-Länder sind sich nicht einig, dass Glyphosat wieder zugelassen werden soll. Und es gibt schon sehr viele konventionelle Kollegen mittlerweile, die eben diese Methode anwenden, aber dann mit Glyphosat, die jetzt ein bisschen herüberschergeln nach Österreich, also sehr viele aus England. Und die sagen, okay, wie machst du das und funktioniert das wirklich und kann man da wirklich was machen? Also da gibt es schon die innovativen Landwirte, die schauen jetzt schon, okay, wie wäre das eben ohne Glyphosat möglich? Es ist eigentlich die einzige Methode, die dem Ziel 4 per 1000 erreichen kann. Also 4 per 1000, das war in den Klimakonferenz in Paris, also diese große Konferenz, die dann den Durchbruch im Klimawandel oder im Reduktion des Klimawandels erfolgt hat. Und da gab es von der französischen Regierung eine neue Initiative, und die nennt sich 4 per 1000 oder 4 pro 1000, also 4 pro Mil. Und das ist 4 pro Mil soll der Humusaufbau pro Jahr sein in Zukunft. Das heißt, man soll in den Böden so viel Kohlenstoff speichern, aus der CO2 aus der Atmosphäre ziehen, über die Photosynthese, über die Pflanzen im Boden speichern, dass ich einen Humusaufbau von 0,4% pro Jahr habe. Ja, das ist, gelinde gesagt, sehr engagiert. Ja, also die Wissenschaft sagt, das ist eigentlich nicht möglich. Und weil es wären dann in 10 Jahren 4% Humusaufbau. Das heißt, wenn ich heute bei 2% anfange, hätte ich in 10 Jahren 6% Humusgehalt. Ja. Also wenn man sich das vor Augen führt, normalerweise redet man von einem 1% in 20 Jahren oder so. Ja. Also das ist eine sehr engagierte Ansage und das ist eigentlich die einzige Methode, wie man zu solchen Werten vielleicht hinkommt. Ja. Auch nicht auf alle Böden wahrscheinlich. Aber ich habe hier
Nahrung für das Bodenleben am richtigen Ort. Also dadurch, dass ich diese Mulchschicht habe, habe ich das gleiche System wie im Wald. Das heißt, in dieser Mulchschicht, die ja am Boden aufliegt, können die Springschwänze, die Mikroorganismen, die Regenwürmer, können sich hier das Futter genau dort holen, wo sie es von Natur aus kennen. Würde ich diese Begrünungsbiomasse einpflügen, dann wäre die in 30 cm Tiefe vorhanden. Das würden alle Mikroorganismen, alle Regenwürmer nicht kennen, aus der Evolution heraus, und die können mit dem auch nichts anfangen. Ja, das würde verkehren, würde anaerob werden und würde eher dafür sorgen, dass die Wurzeln dann einen großen Bogen darum machen, weil sie ja dort keinen Sauerstoff haben. Also ich habe das Nahrung für das Bodenleben am richtigen Ort. Ich habe Lebensraum für das Bodenleben, das heißt auch wieder für meine Spinnen, für meine Käfer, die zum Beispiel wieder Schneckeneier fressen würden, habe ich hier perfekte Bedingungen, was auch wieder bedeutet, dass ich für die Rebhühner perfekte Bedingungen habe, weil die Rebhundküken und die Fasanküken, die brauchen tierisches Eiweiß in der Jugendphase, und das kann ich hier anbieten, wenn ich eben meine Artenvielfalt hier fördere. Ja, das ist eine ganz tolle Sache. Also es geht nicht nur um den Klimawandel und um die Wälderernährung, es geht auch um die Artenvielfalt, also Biodiversität. Ich habe Schutz für den Boden, klar, der Boden ist geschützt vor Sonne, vor Wind, vor Regen, weil der Regen, ja natürlich, man weiß das von einem Gewitterniederschlag, der haut ziemlich rein, und das tut auch weh, wenn man durch ein Gewitter durchläuft. Wenn man vom Blitz getroffen wird, tut es noch mehr weh, aber selbst wenn man durch den Regen läuft, tut es schon weh an der Haut. Und dadurch, dass diese Mulchschicht hier da ist, habe ich den Druck, den Schlagregen sozusagen auf den Mulch, und dann kullert der Tropfen nur mehr runter und kann vom Boden gut aufgenommen werden, ohne dass ich den Boden, die Bodenstruktur zerstöre, ohne dass ich den Boden verschlecke. Ich habe natürlich eine reduzierte Verdunstung, klar, weiß man ja aus dem Gartenbau. Dort wo ich mulch, ist es viel länger feucht, und die Pflanzen können dadurch auch viel länger hier eine Trockenperiode überdauern. Ich habe im Sommer eine reduzierte Bodentemperatur, das heißt im Hochsommer, wenn ich Temperaturen habe von 35, 38 Grad, dann habe ich eine Bodentemperatur, die an der Bodenoberfläche so ähnlich sind, weil der Boden ja dunkel ist, heizt sich das fast sogar noch stärker auf. Und wenn ich hier eine Mulchschicht habe, dann bleibt der Boden kühler, was wiederum bedeutet, dass ich weniger Verdunstung habe, aber auch weniger CO2-Ausgasung. Ja? Weil das Bodenleben nicht so aktiv ist und damit wird weniger CO2 freigesetzt, was wieder klimaschonend ist. Nächste Seite, ich habe meine Wurzelkanäle, die bestehen bleiben. Das heißt, man muss sich vorstellen, die Pflanze, die Begrünungspflanze, wächst mit den Wurzeln in den Boden rein. Wenn ich jetzt pflüge, dann lockere ich zwar den Boden primär in der Situation, wo ich pflüge, aber der Boden fällt dann wieder in sich zusammen. Die Wurzelkanäle bleiben nicht bestehen, sondern die werden eben zerstört durch die Bodenbearbeitung. Und wenn sich der Boden dann setzt, habe ich Bodenverdichtungen und der Boden kann nicht atmen. In dem Verfahren bleiben die Wurzeln ja im Boden bestehen. Die Pflanze wird nur umgeknickt. Wenn die Pflanze abstirbt und die Wurzeln dann schön langsam verrotten, dann habe ich lauter kleine Fäden oder lauter kleine Röhren in den Boden rein, wo ich sehr gut einen Sauerstoff, also einen Luftaustausch habe, Bodenluftaustausch habe und natürlich sehr viel bessere Wasserinfiltration. Beste Methode, den Humus aufzubauen, ist klar, weil ich die Kohlenstoff sozusagen in der Pflanze speichere. Ich habe da schon 5 bis 10 Tonnen Trockenbiomasse, also Trockenmasse pro Hektar, und der wird langsam in den Boden von den Regenwürmern hineingezogen und in Dauerhumus umgewandelt. Ja. Und der zweite Effekt, ich mache keine Bodenbearbeitung, das heißt, ich mineralisiere nicht, und damit habe ich diesen Humusabbau nicht. Das heißt, einerseits bringe ich viel Gutes zu und andererseits tue ich nichts Schlechtes. Das ist eigentlich ein Doppelte. Dann habe ich eine hohe Nährstoffdynamik, die durch die Pflanzen gesteuert wird. Das heißt, die Pflanze sagt selbst, wie viel Stickstoff, wie viel Phosphor braucht es, wie in der Natur. Und wird dann dementsprechend steuert die Pflanze die Nährstoffmobilisierung, die Nährstoffmineralisierung über Wurzelexudate, über Wurzelsäfte und nicht ich über den Pflug. Ja, das ist so eine Zwangsbeglückung. Ich sage jetzt so, also, du kriegst nur viel Stickstoff, weil ich pflüge da jetzt, wurscht, ob die Pflanzen das will oder nicht. Das ist so, wie wenn ich sagen würde, Wasser ist lebensnotwendig, ich gebe dem 300 Liter Wasser auf einmal. Wurscht, ob er das sauft oder nicht, aber Wasser ist lebensnotwendig. Ja. Und genauso ist es auch. Also der menschliche Körper möchte auch so viel Wasser trinken, wie er möchte, und nicht im Wasser ersaufen. Ich habe eine hohe Wasserinfiltrationsrate, eben aus den bereits genannten Gründen, was wiederum für Hochwasser oder für Erosion perfekt ist. Das heißt, ich habe keine Erosion.
der Boden wird nicht abgeschwemmt, sondern das Wasser dringt sehr leicht in den Boden ein. Ich habe keine Bodenerosion, weil ich eine Abdeckung habe. Ich habe eine optimale Befahrbarkeit und die brauche ich ja nur einmal im Jahr. Dadurch, dass die Begrünung relativ viel Wasser zieht, wenn sie stoßt, wenn sie zu kühlen beginnt, dadurch ist der Boden relativ trocken. Das heißt, selbst wenn es da 50 mm geregnet hat, kurz bevor ich meinen Roller-Grimper-Vorgang setze, ist es trotzdem leicht befahrbar. Das ist überhaupt kein Problem. Wenn ich allerdings 8-mal, 9-mal reinfahren muss, dann ist die Chance natürlich, dass einmal zu viel geregnet hat und ich aber trotzdem schon rein muss. Also dass ich da jetzt irgendwann einmal die optimale Situation nicht erwische, die ist sehr groß. Eine Seite gibt es noch. Ich habe keine Probleme bei Hochniederschlagsereignissen. Ich habe kein Risiko durch Spätfrost, weil es sehr spät reinkommt. Das ist auch ein Nachteil, aber in dem Fall ist es auch ein Vorteil. Ich habe volle Nutzung der Sonnenenergie. Das heißt, ich habe über den ganzen Winter, im Frühjahr hinaus, eine riesige Biomasse, riesige Sonnenkollektoren auf meinem Feld aufgespannt, die hier Photosynthese betreiben können, sprich CO2 sammeln können und in den Boden einarbeiten können. Ich habe einen reduzierten Energie- und Arbeitszeitbedarf, klar, wenn ich nur zweimal eine fahre statt achtmal. Ich habe kaum einjährige Unkräuter, was bei uns ein großes Thema ist, wir haben einen Stechapfel, der giftig ist und der kommt da nicht durch, weil der braucht einen offenen Boden. Ich habe weniger Blattläuse, weil die Blattläuse die Mulchsituation nicht mögen. Anscheinend wissen die, dass da, wenn da Mulch ist, dass dann eben auch Räuber da sind. Und das heißt, die fliegen so gemulchte Flächen viel weniger an als offene Flächen. Gut, es gibt auch Nachteile. Ich würde es aber eher als Herausforderungen bezeichnen. Ich komme sehr spät rein. Also man muss bedenken, man ist jetzt so weit, dass man Anfang Juni erst reinkommt. Anfang Juni Mais zu sehen, ist natürlich eine tapfere Sache. Wie man sieht, funktioniert es aber auch. Es gibt mittlerweile aber auch Methoden, das würde jetzt zu weit führen, wo man 2-3 Wochen früher schon reinkommt. Ich habe natürlich eine Wasserkonkurrenz durch die Begrünungspflanze. Das heißt, in sehr trockenen Gebieten kann es sein, dass man die Begrünungspflanze zu viel Wasser zieht, wenn es dann immer regnet, so wie es eben 2017 war bei uns. Dann ist das eine relativ schwierige Situation, hat sich aber gut ausgewachsen. Ist nicht für jede Kultur geeignet, also Kulturen, die einfach Ende März angebaut werden, wie eine Zuckerrübe, für die ist es natürlich nicht geeignet, weil wenn ich erst Ende Juni reinkomme mit der Zuckerrübe, da habe ich wirklich alle Karten verspielt. Gibt es Probleme durch Schnecken? Das ist noch eine Aussage mit Fragezeichen. Kann sein natürlich, dass in der Mulch Schnecken bleiben. Andererseits, vielleicht baut sich auch hier eine Räuberpopulation auf, die in ihren Grenzen reinkommt. Ich fördere mehrjährige Unkräuter, also Distel, Quecke oder solche Sachen. Muss man sich anschauen. Und die Methode muss noch verfeinert werden. Gut, wo geht die Reise hin? Dieses Dokument, das Sie hier im Hintergrund sehen, mit den zwei Unterschriften, ist ein Memorandum of Understanding, das Rodel-Institut und ich gemeinsam unterzeichnet haben. Wir werden eine Außenstelle des Rodel-Instituts, das älteste Forschungsinstitut in den USA ist, im Biobereich, in Österreich machen, und zwar bei unserem Betrieb. Das wird das Zentrum sein für die Aktivitäten des Rodel-Instituts in Europa und wir werden 2018 starten. Gut, eine letzte Folie noch. Regenwurm und Pflanzenwurzel arbeiten effizienter, billiger und tiefer als jeder Flug. Okay, herzlichen Dank. Vielen lieben Dank, Fred. Gibt es Fragen? Ich habe auf jeden Fall eine Art. Eine Frage: Gibt es keine Probleme mit einer Stickstofffixierung durch das viele organische Material? Sind da die Mikroorganismen nicht ein bisschen überfordert? Das ist eine sehr gute Frage. Das kommt auf die Kultur an. Entschuldigung, ganz kurz. Ich habe vergessen, dass ich den Kramordner aufmache. Dann gebe ich noch zwei, drei ganz kurze Videos. Das kommt auf die Kulturen an, die man anbaut. Wir haben super Erfolge bei Leguminosen. Da ist das Thema Stickstoff kein Problem, weil die sich selbst den Stickstoff organisieren. Wir haben heuer auch verschiedene Sachen angebaut, die sehr gut funktioniert haben. Buchweizen zum Beispiel, der auch selbst eine sehr gute Unkrautunterdrückung hat. Man weiß aber zum Beispiel, dass Mais, also wird in den USA, das werden wir nächstes Jahr auch probieren,
zum Beispiel als Begründung wird hier nicht der Roggen verwendet, als Begründungskultur, sondern eine Zottelwicke. Die Zottelwicke ist eine Leguminose, die sammelt aber Stickstoff und das Leguminosenstroh verrottet auch sehr viel schneller als das Roggenstroh. Was wieder ein Problem wäre mit der Unkrautunterdrückung. Bei Mais aber egal ist, weil der Mais auf dem Sechsblattstadium sowieso so schnell wächst, dass die Unkraut davon wächst. Also das sind so diese feinen Rädchen, wo man dann dreht und schraubt und sagt, okay, und das ist eben auch unsere Aufgabe hier in Europa zu sagen, was geht, wo geht's, in welchen Klimaregionen geht es, welchen Fruchtfolgen funktioniert es. Also da ist noch ganz, ganz viel auch Forschung und Erfahrung noch drin. Wie kommt es denn, dass die Sojabohnen keimen, aber der Roggen aus der Vorkultur nicht? Der Roggen wird umgerollt in einer Phase, wo er gerade blüht und das Saatgut noch nicht keimfähig ist. Also, ja, ja. Also man, in der Blüte bis Milchreife. Wenn man den umrollt, dann ist das kein Thema. Ich habe zwei Fragen. Warum kann man erst so spät dieses Verfahren anwenden? Und die zweite Frage wäre für einen konventionellen Landwirt, der noch nicht dieses tolle Bodenleben hat, das du ja sicherlich erklären kannst, würde es auch gehen oder dauert der Abbau doch so lange, weil die Mikroorganismen noch nicht so schnell da sind? Das ist ein richtiger Turboschub für das Bodenleben, dadurch, dass ich hier optimale Bedingungen für das Bodenleben habe. Also wenn ich einige wenige Regenwürmer habe, dann vermehren sich die innerhalb von ein, zwei Jahren massiv. Man sieht es zum Beispiel auch, wir haben hier wir haben natürlich ganz gute Ausgangsvoraussetzungen vielleicht, die ein anderer nicht hat, aber wir haben hier nach Roggen direkt die Begrünung angesehen. Das heißt, ohne Bodenbearbeitung, nach dem Mähdrescher, ohne Stoppelsturz, direkt die Begrünung reingesehen. Wir haben gesagt, das ist völlig relativ unkrautfrei. Brauche ich eigentlich nicht. Direkt die Begrünung angebaut und im Frühjahr dann habe ich in der Nacht, bin ich mit dem Hund spazieren gegangen, der wollte unbedingt auf das Feld raus. Und dann habe ich gesagt, okay, schaust du mal mit der Taschenlampe und habe geschaut und habe da innerhalb von 11 Sekunden 5 Regenwürmer gefunden. Ich weiß nicht, ob ihr das seht. Also das sind zwei, ja, die waren kurz vor der Paarung, und leider gestört. Davor gab es einen, ja, der ist hier. Ja. Dann haben wir diese zwei, einmal und zweimal. Und dann wird dann noch ein bisschen weiter gehen, nehmen wir nochmal zwei. Ja. Das heißt, in 11 Sekunden auf einem Fleckerl, vielleicht so groß wie der Tisch, 5 Regenwürmer. Ja. Also das ist ein richtiger Boost, das System für das Bodenleben. Und die Idee dahinter ist eben auch, und deswegen auch nochmal zurück auf die Stickstoffmineralisierung, die Mineralisierung passiert dann über die Wurzeln und über die Regenwürmer. Das heißt, die Bodenbearbeitung wird durch das Bodenleben und die mechanische Bodenbearbeitung wird durch das Bodenleben und die Wurzeln sozusagen ersetzt. Und verbessert. Was war die erste Frage nochmal? Die erste war, warum erst so spät dieser Punkt? Ja, genau. So spät deswegen, weil wir warten müssen, bis der Roggen blüht. Ansonsten würde sich der wieder aufstellen, trotz Rollen und Knick. Jetzt gibt es eine neue Methode, neue Versuche bei Soja. Die Erin Silver von der Universität in Wisconsin hat Versuche gemacht. Die baut 3 Wochen früher an, die Soja. Die Soja kommt dann raus, der Roggen wächst immer noch wie wild. Und wenn die Soja mal so groß ist, dann wird erst gewalzt. Das heißt, da habe ich leichte Verluste bei der Soja, aber tolerierbar. Aber der Roggen wird dann erst viel später niedergewalzt und damit komme ich noch einmal 2 Wochen früher rein. Also da gibt es schon wieder Verbesserungen und Adaptierungen. Wo siehst du denn den Einsatz im Gartenbau? Der Einsatz im Gartenbau. Es gibt diese Versuche mittlerweile auch im Gemüsebau zum Beispiel und diese Roller Crimpers, die kann man natürlich vorher auf einen Traktor draufschrauben. Es gibt auch ganz, ganz einfache Systeme, wo sich Leute einfach nur ein Holzbrett nehmen und dann zwei Flacheisen drauf machen und 2 Schnüren nehmen und das dann das Holzbrett sozusagen halt immer so gehen und das so umknicken. Ja. Also man kann hier auch auf kleinsten Flächen arbeiten und ist natürlich eine spannende Geschichte. Ich produziere mir meinen Mulch selbst. Und zum Beispiel jetzt im Gemüsebau wäre es zum Beispiel spannend zu sagen, okay, ich mache mir jetzt in einem Folientunnel zum Beispiel meine Begrünung, meine Mulchschicht selber und pflanze mir dann
oder in Polen im Freiland, pflanzen wir dann Tomatenpflanzen rein. Ja. Die Tomatenpflanzen kann ich erst, wenn die Frost vorbei ist, rein. Und dann ist bei Begrünung auch schon hoch, das heißt, da würde ich kaum Zeit verlieren. Und das ist eben jetzt da die Anstrengung zu schauen, okay, in welche Kultur, wo passt es rein, wo kann man es verwenden, wo passt es nicht rein. Ja. Oder bei Auspflanzungen, wenn man sagt, im Gartenbau die Auspflanzungen, lasse ich eine Begrünung wachsen, druck die dann um, setze dann meine Schaubenbeete zum Beispiel rein, direkt in diese Schicht und habe eigentlich gleichzeitig an Mulch produziert auf der Fläche. Ja. Also da gehört man so ein bisschen. Eigentlich, wie gesagt, das Turbo-Boost eigentlich für den Boden. Genau. Baumschulen war ja eine Variante. Das ist der absolute Turbo für den Boden. Ja. Ja. Ganz faszinierend. Wir haben gesagt, dass wir das nächstes Jahr was in die Richtung auch noch bringen wollen bei den Fachtagen, dass wir da Fortsetzung machen. Die Hoffnung, du stehst uns da wieder zur Verfügung. Sehr gerne, natürlich. Ein ganz kurzes 11-Sekunden-Video. Wasserinfiltration. Das ist mein Feld. Das war im Jänner. Im Jänner war es bei uns heuer sehr stark gefroren. Schnee obendrauf, dann ist es sehr schnell warm geworden. Der Schnee ist geschmolzen, aber der Boden war auch gefroren. Und damit sind diese Wasserlacken, die Pfützen überall gestanden, weil das Wasser nicht wegrennen konnte. Bei uns haben wir viele Regenwurmlöcher gehabt und das ist sehr schnell weg gewesen, das Wasser. Ja. Das ist jetzt im Tunnelfeld nicht das Thema, weil ich eh in der Ebene bin. Aber sobald ich in einer Hanglage bin, ist das natürlich dramatisch. Danke, Fred. Vielen Dank für die Woche.